Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Kursleiterinnen und Kursleiter, Sie haben sich auf der VHS Cloud registriert, aber wie können Sie sich jetzt eigentlich einloggen und die VHS Cloud benutzen? Rufen Sie dazu einfach die Seite VHS Cloud auf. Sie landen zuerst auf dem Infobereich. Rechts oben finden Sie die Möglichkeit, sich einzuloggen. Klicken Sie also auf Zur Cloud. Hier oben können Sie auch wieder wechseln und zurück zum Infobereich kommen. Um sich einzuloggen, müssen Sie zuerst Ihre E-Mail-Adresse angeben. Entweder die E-Mail-Adresse, die Sie auch bei der Registrierung angegeben haben, oder aber Ihre Cloud-E-Mail-Adresse, die Sie automatisch zugewiesen bekommen haben. Danach geben Sie noch Ihr Passwort ein und können sich ganz bequem einloggen. Es gibt auch die Möglichkeit, die VHS Cloud als App zu benutzen. Entweder für iOS, das Betriebssystem für Apple, oder für Android. Dann können Sie mit der VHS Cloud auch ganz bequem von unterwegs aus arbeiten. Viel Spaß!